Hallo Leute, mein Name ist Hotasee und willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und wir sind auf dem Weg zu Robotern. Wir haben bereits die Elektromotoren, wir haben die Batterien, aber es ist doch noch ein Weg, bis wir den ersten Roboter bauen können. Denn dafür brauchen wir nicht nur die Flugrobotergestelle, sondern auch noch die, wo sind sie? Hier, die das Gehirn des Roboters und die Werkzeuge für den Roboter. Und so wie es aussieht, ist das erst die erste Stufe, die wir produzieren können, und wahrscheinlich nachfolgende Stufen sollten wesentlich besser sein. Wenn wir das Robotergestell anschauen, da brauchen wir Elektromotoren und elektronische Schaltkreise sowie Batterien und Stahlträger. Die Elektromotoren und die Schaltkreise haben wir hier bereits, darum denke ich, machen wir einfach hier nochmals eine Reihe mit Fabriken hin, Assemblers, genau gegenüber den Maschinen für die Elektromotoren, machen das dann so hin und dann werden wir hier genau gegenüber haben wir dann wieder Greifarme und wahrscheinlich gehen sie mir aus, bevor ich hier fertig bin. Und natürlich, jeder zweite muss ein langer sein. Wir machen das hier auf der Innenseite. Und dann, was uns noch fehlt, sind zwei weitere Materialien, die wir dann hier hoffentlich von oben bekommen. Und dann hier der Ausgang. Ausgang mittig. Und der Ausgang muss natürlich zwei lang sein für alle und jeder zweite soll kurz knicken, damit wir auch ein gleichmäßig verteiltes Band bekommen. Und dann brauchen wir hier noch den Input vom zweiten Inputband, vom dritten Inputband, und dann brauchen wir auch hier auf dieser Seite Strom. Machen wir wieder so. Da fehlt es mir etwas an Stahl, damit ich die nötigen Strommasten produzieren kann. Und dann hier am Input, den nehmen wir etwas nach rüber, denn wir brauchen zwei Input Materialien hier, die Batterien und
den Strom. Batterien bekommen wir von hier. Und dann brauchen wir nur noch Stahl. Und hoffentlich reichen wir zumindest für dieses Rezept die Untergrundbänder. Nein, tun sie natürlich nicht. Wie immer zu wenig Eisen, um mehr herzustellen. Mit den Fluggestellen produziert, können wir uns dann den letzten zwei Materialien widmen oder den letzten zwei Einflussfaktoren, die wir hier noch brauchen. Das sind die beiden grünen Dinger hier. Das hier bekommen wir aus Stahl, und dafür müssen wir elektronische Komponenten etc. produzieren, so wie wir es hier schon mal haben. Und ich denke, wir kopieren einfach mal dieses Setup hier, legen das dann auf ein Band, so dass wir das auch für künftige Rezepte und Herstellungsprozeduren haben werden. Nun, das ist der Plan, den werde ich umsetzen, und sobald ich das habe, werden wir sehen, wie ich das denn so hinbekommen habe. Wir haben Dioden, wir haben Transistoren, und damit das erreicht werden kann, musste ich hier bei unserer Eisenschmelze, war es sie, ein paar normale Förderbänder durch gelbe ersetzen, damit wir hier genügend Durchsatz bekommen. Wir haben immer noch nicht ein volles Band, denn wir sehen, hier geht einiges an Eisen weg, so dass hier hinten nicht wirklich mehr viel übrig bleibt, was wir dann für unseren Bedarf wegfressen, denn wir werden einiges an Untergrundbändern und sonstigen Förderbändern benötigen. Aber nun haben wir praktisch alle Einzelbauteile, die wir benötigen für die Roboterherstellung. Wenn wir hier nochmal schauen, hier sind sie drin. Flugrobotergestelle. Da haben wir alles beisammen. Da haben wir auch alles, beziehungsweise können es recht einfach herstellen. Und alles, was uns hier noch fehlt, sind die roten Schaltbretter und die Lötzinndrähte. Aber auch das haben wir bereits einmal gelöst. Darum denke ich, werden wir auch das von hier bzw. von da kopieren, um dann die entsprechende Produktion aufrecht zu erhalten. Hier brauchen wir vier Eingänge, ein Ausgang, das ist Stahl und Stahlzahnräder. Und ich möchte mal schauen, das brauchen wir nicht mehr, wenn wir
hier dann einen Roboter hinmachen. Da brauchen wir einige mehr. Aber wie sieht es denn hier mit dem Verhältnis aus? Ein Roboter und 4 für die Grünen und einen für den. Das heißt, das können wir auf die zwei können wir auf ein Band legen und dann auf einem zweiten Band die Fluggestelle. Und wir werden das hier gleich anschließend machen. Hier machen wir die. Da machen wir die Stahlzahnräder. Und dann ist das so. Und da machen wir 1, 2, 3, 4. Und dann einmal so, einmal so. Einmal kommen hier Dioden ran, einmal Transistoren. So, die Hälfte haben wir bereits. Hier brauchen wir Stahl. Und mehr Untergrundbänder. Das will auch ein Eingang sein. Allerdings ein solcher. Und dann hier der Ausgang. Den machen wir kurz. Das heißt, die anderen sind dann alle lang und wahrscheinlich machen wir das hier nach unten, dass wir hier dann den Flugroboter haben und dann hier die Flugrobotergestelle und wir machen das einfach mal in eine Kiste raus.
Wir werden da nicht allzu viel davon benötigen. Das heißt, hier werden wir dann die Maschinen haben für die Flugrobotergestelle. Heißt, hier haben wir dann zweimal Input, einmal lang, einmal kurz, und dann bekommen wir das hoffentlich zusammen. Ich dummerchen, für die Roboter brauchen wir Flugrobotergestelle, die wir ja bereits herstellen, hier drüben und da oben auf dem Bus liegen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Was das Ganze etwas schwieriger macht, ist, hier brauchen wir Zinnplatten und nicht Eisenplatten. Eisenplatten, von denen haben wir sowieso zu wenig. Also ich schließe erstmal das an. Und dann hier habe ich Eisen schon mal abgehängt. Und dann können wir hier 10 ran machen. Und hier nehmen wir das ganze Eisen raus. Und solange wir hier Eisen bekommen, wissen wir, wer nehmen das Richtige vom Band. Das müsste jetzt Zinn sein. Und wenn wir jetzt hier unten das Eisen noch wegnehmen, dann sollte das Zinn nachrutschen und wir erhalten all die Goodies, die wir benötigen. Hoffentlich. Ja, das Ende kommt in Sicht. Und ich denke, damit werde ich ein paar Untergrundbänder machen und ein paar normale Förderbänder. Ja. Das war nun definitiv Zinn. Und da hatten wir noch eine Eisenplatte mit drauf. Die müssen lang knicken, damit das funktioniert. Dann bekommen wir hier die Materialien, die wir benötigen für die Frame-Komponenten. Und hier haben wir die ersten Roboter. In der Zwischenzeit habe ich mir auch eine modulare Rüstung gebaut mit einem Hangar, der 10 Roboter aufnehmen kann, etwas Batterien und ganz viel Solarpanel dazu. Das wird nicht allzu weit reichen, aber es ist zumindest ein Anfang, denn mit den Robotern hier in der Tasche können wir dann unseren Bus etwas bereinigen und die Fabriken, die wir zu hoch oder zu nahe an den Bus gesetzt haben, etwas nach unten versetzen, so dass wir hier oben genügend Raum haben, um mehr Materialien durchschleusen zu können, die wir hier hinten in unserem Bahnhof eventuell irgendwann in 132 Folgen
anliefern werden. Aber für heute war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss!